Also schön, die Zwerge haben wir vernichtet. Khandun wird schon wieder angegriffen und er versucht's natürlich. Blödkopfgegner, ey. Ernsthaft. Versucht's halt immer und immer und immer und immer und immer wieder und. Das Ding ist, diese Wand, gegen die der Hexenkönig gerade seinen Kopf schlägt, zerbricht halt einfach nicht. Die wird er nicht durchschlagen können mit seinem Dickschädel. Ist einfach so. Keine Chance. Geht nicht. Ich bin die Stille selbst. Ich bringe den Frieden. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Die Ewigkeit. Die Truppen werden angegriffen. Ich kenne keinen Hass. Na, jetzt schauen wir mal. Also das müsste eigentlich alles recht gechillt gehen. Unsere Gebäude werden angegriffen. Ich beneide sie um ihren Stern. Zurück an die Arbeit! Dort kann ich nichts. Gebäude ist fertig. Ganz gechillt. Ich weiß, was wird schon. Nichts hat sich. Wie viel Schaden macht der da? Ah, der macht gut Schaden. Ruin und Verfall. Das heißt, greift uns. Fürchtet mich nicht. Macht ihnen ein Ende. Es wird easy. Der Olifant ist auch gleich tot. Ja, das ist ja. Das war's, oder? Gewonnen. Wie witzlos. Wie witzlos. Ah, mein Ohr tut langsam weh. Ah, au, 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 au. Kennst du das auch? Manche Headphones. Au, au, aua. Wenn man die so blöd über die Ohrmuschel legt, dann tut das höllisch weh. So. Bitte probier's nicht. Warum? Wie willst du Helms Klamm mit nur zwei Armeen einnehmen, wovon eine bloß aus einem Helden besteht? Wie? 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 Was ich vielleicht mal mache, vielleicht mal mache. Ich überlege es mir mal. Jetzt noch nicht. Es liegt noch in ferner Zukunft. Also wirklich in ferner Zukunft. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Weil ich es noch nie ausprobiert habe. Ich weiß nicht, ob das geht oder nicht. Von den Abstürzen her und von was weiß ich. Keine Ahnung. Naja, was nehmen wir für eine Formation? Ja. Aber was ich vielleicht, eventuell, vielleicht mal ausprobieren würde, wäre ein Ringkrieg. Oh, die kommen. So. Da fällt mir ein, wenn die so belagernd angreifen, dann. Na, dann. Jetzt muss ich mich gerade ganz, ganz doll konzentrieren. Sorry, Leute. Das ist gerade richtig. Dass da nicht alles wegstimmt. Okay, schaut gut aus. So, was ich vielleicht mal machen wollte. Vielleicht. Mal gucken. In ferner Zukunft, also ich weiß noch nicht wann, eventuell zwischen dem jetzigen Let's Play, also dem jetzigen Format dieses Let's Plays, 1 gegen 5 KI und diesem 1,5 Challenger KI Dingsbums, wo ich halt dann sage, ich darf nicht unter 0 Geld fallen und so weiter, also diesen spezial super schwierig. Vielleicht wäre ich zwischendrin zwischen dem einen und dem anderen Ringkrieg einen Ringkrieg machen. 1 gegen 1. Mal gucken, wie das funktioniert. Mal schauen, einfach nur zum Ausprobieren, Spaß haben, ein bisschen chillen. Oder vielleicht wird es auch super anspruchsvoll. Dein Mod. Vielleicht. Aber ich will jetzt noch nichts versprechen. Es könnte sein, dass ich Lust dazu habe. Und dass ich mir denke, boah,
Das könnte eine sehr schöne Herausforderung sein, weil Edenmod gegen KI definitiv anspruchsvoll ist. Ich habe da mal ein bisschen gespielt. Gefecht habe ich mal ein bisschen gespielt. Und nachdem die KI so unglaublich rumcheatet, also wirklich unglaublich rumcheatet, die kriegt Boni hinterhergeschmissen bis zum geht nicht mehr. Das ist nicht mehr lustig. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und da wollte ich da mal gucken, ja, vielleicht mache ich das. Weil Ringkrieg könnte da schon sehr herausfordernd sein. Habe ich die alle erwischt? Boah, ich bin so gut! Ich bin so gut! Geil! Treffer versenkt. Tschüss, GG. Auf Wiedersehen. Nee, das lief jetzt echt gut. Das war... So, kommt's mal rum da. Also das könnte sehr interessant werden. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob und wie ich das mache, aber vielleicht. Mal schauen. Könntet ihr vielleicht... Irgendwo muss der ja noch was haben. Gebäude zum Ausbilden, den Baumeister. Baumeister. So. Das Tor machen wir auch mal zu. Na also. Naja. Gut, die Gebäude ignoriere ich jetzt einfach mal. Den Baumeister allerdings nicht. Wir sind hier fertig. Zerstört alles! Der Gegner kassiert da einfach bloß. Irgendwann kommt er durchs Tor durch. Ja, aber das dauert noch ein bisschen. Ja, baust halt trotzdem. Ja, dürfen sie ja auch, ne? Ist ja alles chillig hier. Können sie ja machen. Macht sie nieder. Oh, bisher schaut es doch ganz gut aus. Du musst nur noch den Gegner finden. Dann kann ich den zerstören und gut ist. So, wie schaut es jetzt hier aus? Das finde ich extrem cool. Das Tor bauen wir wieder auf. Oh, läuft. Zurück an die Arbeit. Das ist Gollum. Er hat den Ring des Meisters. Ja, das interessiert eigentlich auch nicht. Ich will eigentlich... Will ich herausfinden? Aufschließen. Wir sind unterwegs. Jetzt weißt was? Jetzt gehen wir hier mal in ganz lange Formation. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Arbeit vor. Oder ihr werdet geknechtet. Sie greifen unsere Mühlen an. Ja, lasse doch. Oh nein, der eine... Oh ja, komm. Der eine Orf, der macht's jetzt, oder? Das ist jetzt der MVP der Orf. So, und ihr rennt jetzt los. Da decken wir eine Menge Fläche ab. Großes Gebiet. Perfekt. So. Das werden wir schon alles irgendwie finden, ne? Wir warten auf die Schlacht. So, haben wir es jetzt geschafft, Helmsklamm verteidigt. Müsste der Fall sein. Ja. Gut, das war doch ziemlich einfach. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. 29,42, nice. So muss das. So muss das. Ich habe mir noch keine großen Gedanken hier gemacht. Das haben wir vernichtet. Jetzt holen wir uns Isengard. Entschuldigung. Eventuell schaffen wir sogar relativ zügig auch noch die Elben kalt zu machen. Und dann ist es nur noch 1 gegen 3 Ringkrieg. Wir haben eine Menge Territorien. Das war das Wort. Also sieht gut aus. Bisher.
Ich frage mich nur wirklich, warum ich... Warum ich so wenig... Einheiten habe. Ach, hier, Fähigkeitenpunkte. Boah, Isengard. Habe ich denn Schlamm gesagt? Isengard wird auf jeden Fall übelst kaputt gemacht hier. Da rennen wir rein. Hier kommen ein paar Fairies. Die machen auch nichts. Ich mag berittene Bogenschützen, aber die stehen halt bloß da und lassen sich abknallen. Trottelköpfe. So. Und wir haben Isengard eingenommen. Und sobald die Elben weg sind, das ist dann gewonnen. Also ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg zu gewinnen. Es sah mal knapp aus. Hier im Ringkrieg. Es sah mal wirklich knapp aus. Aber... Soweit kein Problem. So. Dann können wir die Zitadelle, die Burg können wir noch vernichten. Hier, das ist nicht der Ortang. Soweit ich weiß, das ist die Burg. Da waren sie sehr kreativ, die von ihr, und dachten sich, boah, schaut aus wie ein Turm. Hat auch story-relevante Aspekte. Es gibt einen ganzen Film über diesen Turm, sogar ein Buch. Nennen wir das Ding doch einfach mal Burg. Burg brutal. Brutale Burg, ey. Burg. Also Burg wurde zerstört. Damit haben wir Burg eingenommen. Das ist jetzt unsere Burg. So, nachdem diese Burg nun uns gehört, müssen wir noch eine weitere Burg verteidigen, und nämlich Fornost. Und Fornost wird schon wieder... Naja. Das Ding ist, Fornost, ich habe es zwar jetzt schon 10.000 Mal verteidigt, gefühlt, aber es könnte ja sein, dass da irgendwas grandios schief geht. Und dann weiß ich nicht. Lass irgendwas schief laufen und ich krepier volle Kanne hier. Könnte passieren. Wäre nicht wünschenswert, aber könnte passieren. Zurück an die Arbeit! An die Arbeit, so, oder ich bauen wir jetzt doch erstmal Mühlen auf. Das. Und die Helden gehen automatisch so los. Passt. Das geht nicht. Das geht nicht. Geil. So muss das. So. K, furchtbarer Hotkey. Mühe mal. Feuer! Die Menschen wollen Fornos zurück einnehmen! Wir müssen sie aufhalten! Was ist das denn für ein Spiel? Wow! Ja gut, eigentlich hat mir das doch ziemlich gut gefallen. Naja, wie dem auch sei. GG, Nori, auf Wiedersehen. Ja, da rennt ein random Baumeister durch die Gegend. So gewinnt sie das mit Sicherheit nicht. So, dann noch eine Halle des Kenicks. In unserer Burg. Und... Tschüss, Aragorn. Auf Wiedersehen, Elben. Oh, Hobbits. Hobbits sind stark. Diese Steine machen so viel Schaden. Das ist abartig. Du kommst mal her. Oh oh. Läuft doch. Also, wir können unsere Burg sehr gut verteidigen hier. Wir verlieren unser Gebäude. Ja, komm vor. Mach das. Noch ein End. Was machst du denn da auch? Du sollst einfach nur ranrennen, ankämpfen, gewinnen, GG, Nori, tschüss, auf Wiedersehen, das war's. Kann nicht so schwer sein. Irgendwann werden sie das auch verstehen. So, einen hat's schon erwischt. Macht das Gebäude kaputt.
Na komm. Ihr wartet, zurück auf euch, ihr faulen Mann. Na los. Ihr könnt jetzt mal... Also ich weiß noch nicht, ob ich's mach. Ich hab dafür jetzt keine Pläne per se. Ich habe mir mal überlegt, es wäre vielleicht ganz nett, ein anderes deutsches Spiel noch anzufangen, wo ich ab und zu mal so ein bisschen spielen würde. Ist auch wieder, und tschüss Maru, ist auch wieder Strategie, aber ein bisschen anders als Herr-Ringe. Eigentlich ist es ziemlich ganz anders. Falls ihr Lust hättet, dass ich das mache, müsstet ihr es mir sagen. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit das Spiel Sins of a Solar System gekauft. Und ich finde, es ist ziemlich gut. Es macht Spaß. Es gibt keine Kampagne oder sowas. Aber immer schöne Zufallskarten. Ist halt dann auch wieder gegen KI, weil ich glaube, das Spiel spielt natürlich keiner. Und so ein Spiel dauert sehr lange. Also und die KI ist auch ziemlich vorrangig. Also es ist gut. Vielleicht würde ich würde jetzt keinen Herr der Ringe-Slot dafür aufgeben. Aber vielleicht einfach so extra, ab und zu, wenn ich mal Lust habe, einmal die Woche eine kleine Folge extra oder so. Ich weiß es noch nicht, ob ich das machen möchte oder ob da überhaupt Interesse da wäre. Es wäre auf Deutsch, weil das Spiel ist auch auf Deutsch und ja, der Großteil meiner Community derzeit oder unserer Community, sollte ich besser sagen, ist deutschsprachig, soweit ich weiß, aufgrund von Herr der Ringe. Was ich ganz gut finde, ist okay. Ich wünsche mir natürlich, dass ich viel mehr mit StarCraft machen könnte, weil mir das Spiel tatsächlich, auch wenn es derzeit... Ja, der neue Patch ist gar nicht so schlecht. Ich war sehr skeptisch, aber er gefällt mir doch ziemlich gut. Bisher. Aber muss man mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber ja, trotzdem, nachdem die meisten Leute, die auf diesem Kanal unterwegs sind, deutschsprachig sind, würde ich das auch deutschsprachig halten und machen. Und, also ihr könnt es mal überlegen, schreibt es einfach in die Kommentare, aber bitte jetzt ernsthaft, wenn es euch egal ist, dann schreibt nichts. Wenn ihr das nicht wollt oder nicht sehen wollt, dann seid so ehrlich, es stört euch vielleicht nicht, wenn es auf dem Kanal ist, aber ich weiß dann, hey, ich brauche mir die Mühe nicht machen. Na? Also hier Meinungsumfrage für alle Deutschsprachigen, die das gucken. Das ist quasi, in diesem Fall ist das jetzt quasi das Codewort für diese Folge. Möchtet ihr, dass ich dieses Spiel Sins of a Solar System Let's Play oder nicht? Um es kurz zu halten, es ist ein Strategiespiel, das im Weltraum spielt, mit Diplomatie, verschiedenen Forschungsbäumen, verschiedenen Rassen, Untergruppen. Es ist relativ komplex und eine Folge wird ziemlich lange dauern. Also es gibt gut was her. Ist halt so mit aufbauen, erforschen, eigentlich wie normales RTS, aber es hat so ein paar Aspekte, die schon größer sind. Ich habe die DLCs nicht, die nochmal mehr adden, aber das braucht es jetzt auch erstmal nicht. Also könnt ihr euch überlegen, je nachdem wie es ausschaut, vielleicht habe ich dann auch zu der Zeit, wer weiß, wenn ihr jetzt diese Folge seht und abstimmt, was heißt abstimmt, eure Meinung kundtut in den Kommentaren, worauf ich euch, also da bitte ich euch schon drum, macht's das. Also schreibt's in die Kommentare, wollt ihr das sehen? Habt ihr da Lust drauf? Oder würdet ihr es euch gerne mal anschauen oder nicht? Hättet ihr Lust dazu? Dann auf jeden Fall sagt's mir Bescheid. Und dann könnten wir mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob ich da zu der Zeit schon wieder sag, boah, ich mach wieder XCOM 2, weil es mich wieder bockt. Keine Ahnung. Derzeit bin ich noch sehr vorsichtig, was XCOM angeht, weil... ist halt... Immer sehr frustrierend, Man spielt halt so ewig lang auf die Einheiten hin. Ne? Man spielt und levelt seine Soldaten hoch und dann verliert man sie wegen irgendeinem Fehler und alles geht schief. Ich weiß, das soll so sein, aber es ist einfach nur deprimierend. Von dem her... Aber gut, weiß ich jetzt noch nicht, wie das dann ausschaut. Je nachdem, egal. Ich weiß auch nicht mit der Uni, ob ich das überhaupt hinkriege. Ne? Also ich sag, ja, ich habe diese Zeit. Ich kann das machen. Ach, die Wölfe können das nicht einnehmen. Na, Glückwunsch. Naja. Aber es tät mich einfach mal interessieren, ob ihr da Lust dazu hättet, ja oder nein. Und seid ehrlich und kommuniziert mit mir.
je mehr, ich freue mich immer über Kommentare, auch wenn es mal ein Kommentar ist, der sagen würde, boah, ich mag dich nicht, weil das und das. Dann ist es nämlich Kritik und dann kann ich damit auch umgehen. Ich kann sie ignorieren, ich kann sie annehmen, ich kann an mir arbeiten oder halt nicht. So, wenn ihr jetzt einfach nur sagt, boah, du bist übelst kacke, das hilft mir halt nicht weiter und ist einfach nur beleidigend. Aber wenn ihr sagt, nö, ich mag dich nicht, weil, oder die Folge war schlecht, weil, oder die Folge war gut, weil, auch positive Kritik, immer gern gesehen, ne? Wow, 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 Steinchen. Also, ne? Und da muss ich mal gucken. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt mit Uni und so weiter ausschaut, weil... Lauf, 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 lauf. So. Jetzt gucken wir mal. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Aber ja, tät mich mal interessieren. Ich kann noch nichts versprechen. Ich kann auch noch nichts wirklich sagen, ob das jetzt passieren wird oder nicht. Keine Ahnung. Werde ich sehen, wenn es soweit ist. Wie wäre es denn, wenn ihr da so ein bisschen... Ja. Ah ja! Oh, 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 oh. Was kommt denn da alles auf mich zu? Oh Gott, der muss weg. Gefällt mir nicht, wie das gerade hier ausschaut. Das sieht nämlich sehr böse aus. Ja, oh, ich könnte hier Morok mir ausbilden. Der ist ja ziemlich nutzlos, aber vielleicht bringt er mir doch... Wie wäre es denn, wenn ihr da schießen würdet? Jungs, kämpft! Was machen die denn? Die schießen einfach nicht. Was soll denn der Scheiß? Jetzt! Meine Güte! Oh, der muss weg! Schnell, bevor was baut! Nein! Ich wollte noch den Dingstypen hier mit erwischen. Oh, schaffen die das? Ich glaube nicht. Ich glaube, die schaffen das nicht. Und hier, das schaut auch schon wieder blöd aus. Sieht so aus, als könnte ich den Pass nicht länger halten. Ah, sie haben es geschafft! Okay, ich bin noch im Spiel, Jungs. Ich bin noch im Spiel. Piu, 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 piu! Das Blutvergießen hat begonnen. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Boah, das ist so knapp hier. Die müssen nach Hause. Die müssen unbedingt nach Hause. Oh, das müssen sie auch wissen. Wenn sie es nicht wüssten, wären sie nämlich ziemlich nutzlos. Boah, die Zwerge hauen da so krass drauf. So, jetzt könnt ihr aber. Da liegt der Ring. Ja, nee, die Bogenschützen zu retten ist gerade wichtiger als den Ring abzuholen. Ich kriege auf der Karte eh super unwahrscheinlich das Geld zusammen, um Sauron zu holen. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Wow. Na, jetzt schauen wir mal, ich warte auf die Befehle des was da geht. Mit der Stimme des Hexenkönigs. Unser neues Gebäude ist fertig. Ich bin hin und her gerissen, Mann. Dort kann ich nichts bauen. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ich bin so bereit, für Anmacht zu bauen. Wir verlieren unser Gebäude. Naja, wir verlieren hier so ein... Oh nein, das Gebäude brauche ich. Den Vorposten, den brauche ich. Der ist wichtig. Sehr wichtig sogar. Den hole ich mir auch wieder. Ist zwar teuer. Ah ne, den haben sie noch. Doch. Ach du große Kacke. Was geht denn ab hier? Ah! Da hat's einen König. Wie wär's denn, wenn du nicht stirbst, Morok hier? Ha! Kriegst du's hin?
Das wäre super. Ja. Morok hier stirbt, der stirbt. Ne, das wird nichts. Obwohl, ich kann noch Leute rufen. Und die machen da guten Schaden. Na, vielleicht können wir das noch irgendwie retten. Ich bezweifle es zwar sehr, aber... Der baut Tor. Boah, das ist bitter, Mann. Ruhe, ihr Magen. Keine Widerrede. Auf in die Schlacht. Lange Angmarsteine und Eis unserem Banner unterstellen. Diese Barbaren wissen ihre Exzellenz. Ihr habt es schon gesagt. Wie wär's, wenn du mal laufst, Baumeister? Laufe. Laufe weit und schnell. Und lauf viel. Wichtiger ist halt, dass ich jetzt den Vorpass einnehme. Vielleicht hätte ich ihm den Ring doch nicht überlassen sollen. Wenn er nämlich eine Festung baut, habe ich ein Riesenproblem. Ruhe, ihr Magen! Wir haben unsere Befehle. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Befehl. Ich befehle die Liederreige, ihr Würmer. So, wir rennen da lang. Er hat doch hier irgendeinen Mist gebaut. Sieg oder Tod? Wir haben das Lager des Feindes entdeckt. Auf in die Schlacht! Auf in den Kampf, ihr Magen! Ich sollte die Baumeister töten, aber das kriege ich so nicht hin. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Dafür habe ich führe unsere Wolfsreiter in die Schlacht. Keine Widerrede, ihr Würmer. Kämpft oder ihr lasst mich da greift er bitte so an. Haben wir das jetzt? Unsere Rohstoffe sind in Gefahr. Wir greifen da an. Den hat's zersäbelt. Nee, die Wolfsreiter. Nee. Das wird nichts. Leider. Das sehe ich schon. Nee. Also gut. Haha. Vernichtet. Die Zwerge sind weg. Keine Zwerge mehr. Boah, das muss ich instant speichern. Das ist so wichtig, Mann. So wichtig. Okay, gut, damit beende ich den ganzen Aufnahmeprozess. Wird auch schon wieder dunkel draußen, Winter is coming. Die Elben sind als nächstes dran mit 3 Territorien und dann schauen wir mal, ob wir die Orks noch weghauen können. Die haben nämlich auch nicht mehr viel. Die Orks stehen noch da oben. Da weiß ich noch nicht, wie ich hinkommen soll, weil vorne aus dauernd angegriffen wird. Das wird schwierig. Und hier sind die Orks auch noch vertreten, aber das schaffe ich. Also ich werde mir demnächst Dol Guldur holen. Ich könnte auch Mordor ist zwar groß, ja, gefährlich, ja, aber ich glaube, ich hole mir lieber hier Dunland, Dol Guldur. Ja, ich gehe über Dol Guldur, über Lothlorien, Richtung Rothornpass. Das hat auch Mordor bekommen. Da weiß ich noch nicht, wer das bekommen wird. Das sehen wir dann. Die schicken wir nach vorne. Dann kriegt der hier noch ein bisschen Verstärkung. Ja. Schicken wir alles nach vorne. Gut. Alter, der hat seine Befehle. Der Walder wird weiterhin auf die Elben gehen. Das sind auch nur noch die paar. Ich könnte... Das ist schon arg riskant, da jetzt rausrennen. Wenn das nicht klappt, dann habe ich ein Problem.
Aber so viele Truppen scheinen die hier nicht zu haben. Weißt du was? Ich speichere das jetzt noch ab, weil ich das wissen will, was da noch passiert. Und dann gucken wir mal. Das klappt halt tatsächlich. Ach du Kacke. Okay. Okay. Ich speichere das nochmal ab, weil den Move habe ich jetzt gemacht. Da gibt's kein Zurück mehr. Kein Neuladen, nichts. Hier wird nicht gecheatet. Ach du Kacke. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber ja, wahrscheinlich, weil halt von dort keiner kam, konnte ich rausrennen. Ne? So, glaube ich, funktioniert das. Naja, mal schauen. Mal schauen. Okay, wie dem auch sei, damit bin ich fertig für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, Sins of a Solar System. Habt ihr Lust drauf? Ja, nein. Ab in die Kommentare damit. Deine Meinung zählt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.